So, bisschen Vitamin D tanken. Auch wenn die Sonne noch nicht ganz so stark ist wie die nächsten Monate, empfehle ich zusätzlich Vitamin D einzunehmen, weil es hat sich erwiesen, auch nach den neuesten Studien, auch im Vergleich mit Corona und Grippe, dass wer einen gut gefüllten Vitamin D-Spiegel hat, einfach besser klarkommt mit den ganzen Grippesymptomen oder gar nicht erst anfällig ist für eine Grippe. Ein gut gefüllter Vitamin D-Spiegel ist sehr wichtig für das Immunsystem, noch kombiniert mit K2 auch ganz wichtig, da denn das Calcium aus der Blutbahn besser wie in die Knochen zurückgelangt. Es ist sehr wichtig, dass man auf ein Vitamin D-Produkt achtet mit K2 kombiniert. Ich persönlich nehme ein Vitamin D-Produkt in Ölbasis, das ist mit einer Pinette, wo man die Tropfen einzeln dosieren kann. Täglich nehme ich ca. 5 bis 10.000 Einheiten. Das ist je nach Vitamin D-Produkt 1 bis 2 Tropfen. Es gibt auch Vitamin D-Produkte, die haben 10.000 Einheiten einen Tropfen, auch wieder kombiniert mit K2. Es gibt verschiedene Hersteller auf dem Markt. Was ich auch jedem empfehlen kann, ist ein Vitamin D-Spiegel einfach mal messen lassen am Anfang der Wintersaison, zum Beispiel im Oktober, November. Bei Serascreen kann man einen Test auch selber zu Hause machen. Vitamin D-Spiegel einfach mal messen lassen oder beim Hausarzt und dann täglich Vitamin D supplementieren und dann einfach nochmal im Frühjahr messen. Da hat man einen richtig schönen Vergleich, wie der Vitamin D-Spiegel am Anfang war und dann am Ende. Also alles, was unter 30, den Wert 30 Nanogramm ist, ist es schon ein Mangel. Ich tendiere eher zur Referenzwert 50 bis 100. In dem Bereich ist man dann ganz gut aufgestellt. Natürlich könnte man auch die ganze Liste noch erweitern mit Vitamin C und auf Zink eingehen, Magnesium. Das wäre dann ein anderes Kapitel. Aber so für die Grundversorgung ist Vitamin D das A und O für ein starkes Immunsystem, dass das richtig schön weiterläuft. Dabei zeige ich euch nochmal ein Testergebnis von meiner Messung. Die war am 29.12.2019. Der Betrag, mein Vitamin D-Spiegel im Blut 103 Nanogramm pro Milliliter. Ich habe da täglich 10.000 Einheiten eingenommen davor schon und werde jetzt den Vitamin D-Spiegel auch weiterhin so beibehalten, dass der so zwischen 50 und 100 Nanogramm pro Milliliter ist. Hier mal eine ganz aktuelle Studie von Vitamin D. Im März ist die jetzt gerade rausgekommen. Da ist ja schon länger bekannt, dass Vitamin D sehr effektiv ist fürs Immunsystem. Aber hier ist nochmal eine aktuelle Studie auch zum Coronavirus mit drin. Kann man nochmal sich selber auch durchlesen. Vitamin D, aktuelle Studie, März 2020.